Was geht ab? Spiel Survival. Ich bin euer Feen Nummer 1, Leute. Euer Feen Nummer 1. Wisst ihr, woran das liegt, Leute? Euer Fan Nummer 1, das liegt... Oh, Nemo. Hallo! Ne, das ist gar nicht Nemo. Einfach so, ich bin halt einfach euer Fan Nummer 1. Und ich wollte heute einfach mal wieder eine entspannte Runde Survival Games spielen. Auf dem Miniplex-Server. Ich finde eigentlich SG und Skywars auf dem Server relativ cool, relativ entspannt. Aber der große Nachteil hier auf diesem Server ist, dass es hier verdammt viele Hacker gibt. Also wirklich, es gibt ja wirklich verdammt viele Hacker. Oh lol, ich kann nicht mehr rennen. Ah, jetzt. Und das ist halt mega, mega Mock. Ich glaube, er hier ist auch ein Hacker. Nö, sah nur so aus. War einfach nur laggy. Boah, direkt intense in Fight, Leute. Richtig Spannung hier. Ciao. Okay. Damit haben wir ja schon mal 2 Kills. Oh Mann. Ich habe nämlich aktuell eigentlich keine Alternative. Was meine ich damit? Fragen sich vielleicht Leute, ne? Kann ich verstehen. Gegen dein Face, Alter. Ey, das laggt echt unglaublich gerade. Was aber gefühlt mein Vorteil ist. Ja, ich habe das Gefühl, es bringt mir mehr was gerade, dass es ein bisschen laggt. Survival Games wollte ich nämlich gerne, wie gesagt, spielen, aber es gibt ja aktuell keinen alternativen Server. Es gibt ja Gomme, aber da ist SG ja eigentlich tot. Hier wären Runden noch relativ gut eigentlich voll, aber hier gibt es ultra viele Hacker und ich kenne an sich keinen SG-Server mehr, außer MCSG, der nicht mehr existent ist. Bad Line finde ich kacke. Also mir gefällt das da einfach nicht. Ich verstehe den Typen gerade nicht, der ist gerade auf mich zugerannt. Aber lange dauert, bis es sich zündet. Okay, ich mache noch eine Runde. Vielleicht wird die... Keine Ahnung, was eben los war. Das ist halt... Ja. Der Ping-Unterschied. Wenn ich dann in der Kombo bin, glaube ich, komme ich einfach nicht mehr raus. Das ist echt das Problem. Das ist immer dieses Problem an der heutigen Jugend. Was ich mich halt frage, ich sag nur noch M, heute ist nicht mein Tag. Was ich mich halt aktuell frage, ich habe halt keine Ahnung, wenn ich gediegene Runden SG spielen will, wie jetzt gerade, einfach nur, wirklich einfach nur stumpf Survival Games, nichts dabei, einfach nur SG spielen ein bisschen. So. Und das Runden dann hochladen auf YouTube. Und das Gameplay am besten halt ganz lassen, weil SG Gameplay, ja, da geht es ja ums Gameplay nebenbei auch, während man redet. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Die Leute, die jetzt MCSG aktiv gespielt haben, die müssen noch irgendwo hin gewechselt haben, oder nicht? Und da frage ich mich halt, wohin? Muss ich mich mal erkundigen, das habe ich mir... Ah! Oh Mann, Alter. Das war mein Hart will go on. Ah, das andere Kit, das, ich werfe Leute in die Luft, Kit. Ja, kriegst noch einen Hit mit, Alter. Ich regeneriere kein Leben, ich habe nur noch wenig Leben. Das weiß er nicht. Und wegen dem Texture-Pack, weil immer Leute fragen, ich werde es irgendwann einfach nebenbei zum Download mal stellen, auch wenn ich nicht alle Texturen selber gemacht habe und somit eigentlich nicht alle Rechte habe an den Texturen, meiner Meinung nach. Werde ich es trotzdem versuchen, irgendwann mal online zu stellen. Weiß ich, dass ja nun wirklich viele wünschen. Warum ist da ein Hühnchen mit Namen? Und ich finde das Texture Pack auch ganz lustig. Ist ein uraltes von mir eigentlich. Also es ist ein wirklich älteres Texture Pack, was ich irgendwann mal einfach ausgegraben habe. Hey. Hey du. Alter. Was ist los mit dem? Ah, jetzt kommt da der nächste. Jetzt kommt da schon der nächste, Alter.
Ihr merkt schon, ich faile, aber das gehört dazu. Oder, manchmal klappt es nicht. Ich hätte mit dem Turnaround eigentlich ein paar Sekunden warten müssen, bis er näher dran ist. Dann hätte es was gebracht, aber sowas echt dumm einfach. Aber ja, so ist das Leben. So ist das Minigame. Oh, der Keks hat ein Gesicht. Okay, sorry. Ja, sowas freut mich tatsächlich. So traurig es auch klingt. Ach man, du hast zwar ein Schwert, aber keine Waffe. Das ist jetzt das Problem. Nicht eigentlich so schneller. Geh da weg, geh da weg. Danke. Bitte eine bessere Hose. Hey Kollege! Hey Kollege! Oh. Ah! Oh yeah. Okay, Aber an sich mag ich halt das Kampfgefühl auf dem Server, weshalb ich halt hier immer spiele. Keks essen. Das ist mein Keks-Freund. Ich nenne ihn Freund. Moment, was? Ich esse ihn einfach auf. Keine Freunde, keine Probleme. Okay. Das ist eine tolle Lebensweisheit. Habe ich eigentlich. Genau, ich habe eigentlich. Heiliger Bimmam. What the fuck? Was ist geschehen? Habt ihr das gesehen? Ich bin geflogen wie eine dicke Rakete, Mann. Normalerweise können dicke Raketen, glaube ich, nicht fliegen, oder? Wobei, ich finde das eigentlich unglaublich, wie eine Rakete ins Weltall kommt. So ein Ding wiegt aber Milliarden Tonnen, Kappa. Milliarden Tonnen. Nee, aber es ist ultra schwer. Oder ein Flugzeug. Das Ding wiegt Tonnen und es fliegt. Und deswegen gebe ich meinen Traum vom Fliegen nicht auf. Ich denke mir mal, wenn ein Flugzeug fliegen kann, was Tonnen wiegt, dann kann auch ein dicker Morgame irgendwann fliegen. Ja, ja. Das ist meine Lebensweisheit, Leute. Das Fliegen, das müsst ihr halt einfach, ihr müsst dran glauben. Dann werdet ihr fliegen. Egal, was die anderen Kinder sagen in der Schule. Ihr seid was Besseres, Leute. Mama! Alter. Habt ihr gesehen, wie ich ihm das Ding gegen den Kopf gekloppt habe? Das hat ihn sicher erschrocken. Das klar, das macht aber so ein lustiges Bumm-Geräusch dann auch noch so mit der Holzachse. Das war ein lustiges Geräusch. Das hat mir gefallen. Ja, ja. Ich will jetzt aber hier nicht auf der blöden Dings baumeln. Ihn schön baumeln lassen, Leute. Ich finde erstaunlich, wie sich das immer wieder halt zeigt, wenn Varo ist. Für was mich halt die Leute animiert haben. Oh oh. Heiliger Bimbam. So, denn sobald Varo ist, kannst du mal jetzt aufhören, Alter? Danke. Kommen irgendwie meine Abonnenten wieder aus ihren Löchern gekrochen, wenn man das so sagen darf. Weil auf einmal Varo folgen alle 100 bis 300.000 Aufrufe. Ne? Aus dem Nichts einfach. Und dann Varo vorbei, alle wieder inaktiv. Und dann sehe ich halt, dass mich einfach der Großteil einfach... Ich dachte immer, ich habe zwar 400.000 Abonnenten im Laufe der Zeit gesammelt. Auf YouTube. Das ist halt, wenn man 7 Jahre YouTube macht, dann sammeln sich tote Abonnenten wie sonst was. Da kommen immer neue Skin, Alter. Hab ich auch schon mal erklärt. Und ich hätte gedacht, da sind sehr viele von einfach mittlerweile echt ultra inaktiv. Aber wenn Varo ist, auf einmal alle wieder da. Das ist unglaublich. Es ist einerseits cool, andererseits halt ultra traurig, weil die Leute halt anderen Sachen dann auch keine Chance geben, sage ich mal. Weil sie halt nur Varo bei mir gucken. Also... Ein Großteil meiner Zuschauer. Damit meine ich jetzt gerade dich, ja, wenn du dich angesprochen fühlst, Hilo. Ja, die gucken dann alles. Das finde ich auch super. Die freuen sich dann einfach über eine Runde SG, freuen sich über das Gameplay, über mein Gelaber, mögen das dann meine schöne erotische Stimme nebenbei zu hören, während sie gerade vielleicht was essen. Falls du gerade was isst, lass es dir schmecken. Und ja. Da gibt es ja auch Leute von. So. Und das sind dann halt die ganz Aktiven. Die gucken dann alles von mir und an die. Ja, danke, dass ihr aktiv mich verfolgt und nicht nur zu Varo, Mann. Ja. Varo ist so ein Segen und ein Fluch zugleich. Kann man so sagen. Ach, Mann. Ich kriege echt noch täglich Kommentare. Bitte hör nicht auf mit YouTube, du hast zu viele inaktive Abonnenten. Und dann gibt es auch Leute, die kommen und schreiben, voll viele Abos und voll wenig Views. Und dann sage ich immer, ja, nein, Quatsch. Keine Ahnung, ist halt so, ne?
Bewahrung kommen halt die Leute wieder raus. Und ich bin dankbar für jeden, der sich irgendwie für meine Videos noch interessiert und aktiv zuschaut. Und ja, ich will einfach mal gesagt haben, einfach nur danke, weil ich das echt toll finde, dass immer noch sehr viele trotzdem hinter einem stehen und immer noch die Videos aktiv verfolgen und alle ja immer YouTube-Krise. Oh, mein Kanal stirbt aus, ja. Ne? Klar stirbt dein Kanal aus, das tut mir ja richtig leid für dich. Dass du nur noch irgendwie vielleicht auf deine Videos, ja, statt 500.000, 300.000 Views hast, ja. Ich würde an deiner Stelle schon mal Insolvenz anmelden. Dann denke ich mir, Alter, ich habe ihn eine Kombo gedrückt, Alter. Dann denke ich mir, ganz ehrlich, da denke ich mir halt immer, ich habe vielleicht auf Minecraft so, ja, 10.000 Views vielleicht auf Minecraft oder so. Und denke ich mir, beschwere ich mich und mache Videos, dass mein Kanal stirbt? Nein! Und ich kann verstehen, dass man sich halt aufregt oder wundert, wenn Views zurückgehen oder so. Aber man kann doch nicht sagen, meine YouTube-Karriere oder mein Kanal ist zu Ende oder sonst was. Das meine ich jetzt keinem bestimmten YouTuber, sondern das sind halt wirklich alle. Und total viele YouTuber, die das sagen, auf Twitter und. Mein Gott, ich würde mich über 300.000 Aufrufe pro Video richtig freuen. Mein Gott. Da kann man sich halt mal eben keine Ahnung. Da holt man sich halt nicht 100 Döner, sondern einen Döner. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Also, manche haben echt Probleme. Die hätte ich gerne. Ne? Okay, den habe ich richtig gut gegeben, muss ich sagen. Also, das war schon nice. Also, da habe ich ihm gut gegeben. Muss ich ja sagen, habe ich gut gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Kills habe ich die Runde gemacht? Bestimmt 5. Hm? Bestimmt mehr als 2. Müsste ja jetzt hier stehen. Eigentlich. Keine Ahnung, ich krieg jetzt irgendwie EP. Was soll das? 9 Kills. Ah, okay. 9 Kills. Ja. Gut, bevor wir jetzt noch in eine Runde kommen, habe ich mal schnell. Und wir sehen uns in einer anderen Folge Survival Games wieder, wo ich wieder ein bisschen labern werde nebenbei. Oder Skype, was ich rede ja viel nebenbei, wenn ich irgendwie dazu komme und mich nicht selber immer ablenke. Danke fürs Zusehen. Gerne einen Like, einen Kommentar lassen. Und euch noch einen schönen Tag. Ne, wirklich. Ihr noch einen schönen Tag, Mann.